Und ich habe dann gesehen, dass ihr Mund verdeckt war. Hat sie mich so irgendwie flehend angeschaut. Hallo, heute habe ich für euch ein Storytime von etwas, das mir passiert ist, als ich sehr klein war und ich in Südamerika war. Und zu dem Zeitpunkt, als es mir passiert ist, habe ich gar nicht so mitbekommen, was für ein Problem das war. Aber jetzt mit der Zeit vor kurzem habe ich es irgendwie realisiert und das möchte ich euch heute mitteilen. Und dann denke ich mal, ohne weiterhin zu reden, werden wir mal starten. So, als ich klein war, bis zu 6 Jahren, bin ich sehr oft mit meiner Familie nach Südamerika geflogen, um dort mehr Familie und Freunde zu besuchen. Also es war praktisch normal, zu jeder Zeit nach Südamerika zu gehen. Und was ich euch noch sagen muss dazu, in Südamerika ist es ab einer gewissen Uhrzeit gefährlich, rauszugehen. Zum Beispiel ab 20 Uhr ist es besser, wenn du drinnen im Haus bleibst und nicht alleine rumlaufst, weil es gefährlich ist. Oder du bist halt in einer großen Gruppe, dann ist es schon möglich, etwas später rauszugehen. Aber am liebsten bleibt man drinnen zu Hause zu solch einer Uhrzeit. Und in dem Fall war ich mit meiner Familie und wir waren in einem Bus. Ich weiß nicht, wieso wir in einem Bus waren, aber wir waren in einem Bus. Und ich erinnere mich noch, dass der Bus ziemlich groß war und lang und er war auch ziemlich voll. Ich saß auf der Fensterseite, also ich konnte vom Fenster schauen und dann hat auch der Bus gestoppt, damit Leute ein- und aussteigen können. Ich habe dann währenddessen aus dem Fenster geschaut und ich habe einen großen Baum erkannt. Dann habe ich auch hinter dem Baum ein Mädchen gesehen. Es war kein kleines Mädchen, aber ich weiß nicht, wie alt sie war. Aber sie war nicht so klein wie ich in diesem Moment. Und ich habe dann gesehen, dass ihr Mund verdeckt war, dass ihr jemand den Mund zugedeckt hat, sodass sie nicht reden konnte. Und ich habe gemerkt, dass es nicht ihre eigene Hand war. Und also es waren zwei Personen. Ich konnte die eine Person, die ihren Mund verdeckt hat, nicht erkennen. Es war auch dunkel und ich, unschuldig mit 5, 6 Jahren, konnte mir darunter gar nichts vorstellen. Ich dachte mir so einfach, okay, spielen die da? Tun sie sich voneinander verstecken? Hab darüber nicht länger nachgedacht. Also in einem Kopf von einer 5- und 6-Jährigen kommt da jetzt auch kein großes Drama im Kopf, wenn sie da gleich eine Person da draußen stehen sieht. Also ich weiß nicht, ich habe mir dabei wirklich nichts gedacht. Und dann hat mich das Mädchen gesehen, dass ich sie aus dem Fenster beobachtet habe. Und als sie mich dann gesehen hat, hat sie mich so irgendwie flehend angeschaut. Sie hat so geschaut, als hätte sie nach Hilfe gesucht und als wollte sie, dass ich jemand davon Bescheid gebe. Und ich erinnere mich noch an ihren funkelnden Augen, die dann im Dunkeln geleuchtet haben und die irgendwie so flehend zu mir rübergeschaut haben, ich aber nicht wusste, was sie von mir erwartet. Und jetzt im Nachhinein, dass es passiert ist, denke ich mir, ich hätte zu dem Zeitpunkt vielleicht meiner Familie oder sonst irgendwem davon Bescheid geben können. Und weil das Mädchen war offensichtlich in Gefahr. Natürlich, ich habe es zu dem Zeitpunkt nicht bemerkt, weil ich war mit meiner Familie, ich fühlte mich sicher. In dem Moment war für mich alles gut und ich war sicher, ich fühlte mich ganz gut in dem Moment, also ich hatte kein Problem oder sowas erfahren. Deswegen habe ich darüber nicht nachgedacht, dass das Mädchen in Gefahr ist. In Südamerika ist es nicht selten, dass sowas passiert, dass Mädchen verschwinden. Mädchen, ganz besonders viele Mädchen. Jungs nicht so sehr, aber die Mädchen verschwinden und auch heute noch. Es gibt sogar jetzt momentan eins der bekanntesten, der neuesten Fälle ist ein Mädchen von Devani. Vielleicht, also ich denke nicht, dass ihr davon gehört habt. Ich gucke auch manche spanische Nachrichten und so und dann sind die Zeitungen und Schriften alles voll davon. Und das ist nicht nur ein Fall. Also es ist schon relativ oft, dass sowas passiert. Und auch zu dem Zeitpunkt, als ich das Mädchen gesehen habe, ist es oft passiert. Also es ist nichts Ungewöhnliches. Und ich denke, hätte ich vielleicht jemand was gesagt, ich weiß nicht, meine Mama oder sonst irgendwem, dann hätten wir alle, weil wir waren ja viele im Bus, dann hätten wir zusammen helfen können und das Mädchen vielleicht retten können, weil sie war wirklich in Gefahr. Und ich habe es zu dem Zeitpunkt einfach nicht erkannt. Ich war unschuldig. Aber ich habe vor kurzem so drüber nachgedacht, über die Situation. Und jetzt, dass ich nochmal so viele Fälle gehört habe, dass Mädchen verschwunden sind,
Dann denke ich mir, das Mädchen war auch in Gefahr. Sie wurde von diesem Mann da einfach genommen und keine Ahnung. Und ja, ein bisschen schuldig fühle ich mich schon. Aber ich fühle mich schuldig, aber ich gebe mir nicht die Schuld. Es ist kompliziert. Ich war klein und ich wusste davon nicht so viel. Ich wusste zwar, dass es gefährlich ist, draußen in der Nacht rumzugehen in Südamerika. Und ich wusste auch, dass ich etwas auf mich aufpassen sollte, obwohl als fünfjähriges Mädchen kann ich mich da auch nicht so gut wehren, aber ich wusste Bescheid, dass es gefährlich ist und dass ich auch versuchen sollte, auf mich aufzupassen. Aber aus diesem Grund, weil ich mich in Sicherheit fühlte und weil ich in einem Bus war und alles gut war, ich glaube, wir waren in einem Ausflug und so, habe ich darüber nicht nachgedacht. Ja, das ist meine Storytime, die ich jetzt irgendwie darüber ständig nachdenke, was passiert ist. Also ist es jetzt passiert, ich kann leider nichts mehr daran ändern. Ich frage mich dann auch vielleicht, was ist mit dem Mädchen passiert? Ja, wo ist sie jetzt? Aber naja, ich kann da jetzt nichts mehr ändern, leider. Und bis vor kurzem habe ich niemanden davon erzählt. Also als ich das Mädchen da draußen sah, habe ich niemanden davon erzählt. Ich habe auch nicht mal gesagt, Mama, guck mal, das sieht komisch aus oder schau mal, da ist ein Mädchen. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe es für mich behalten, weil ich es als nichts Außergewöhnliches sah in dem Moment. Es war für mich einfach okay, eine Situation. Und bis vor kurzem habe ich niemanden davon erzählt. Niemanden in meiner Familie, keine Freunde, kein gar nichts. Und ich habe es dann aber jetzt erst vor kurzem meiner Mama erzählt und sie so, ja, vielleicht war sie in Gefahr. Und ja, ich wollte euch nur mal so diese Storytime, diese Erfahrung mit euch teilen, die ja eher in Südamerika passiert wie hier in Deutschland. Ich sage nicht, dass es hier nicht passieren kann, aber ja. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Mir hat es gefallen, euch diese Geschichte mitzuteilen. Ich muss es irgendwie jemandem erzählen. Und ja, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und außerdem ist es einfach und gratis. Und hier auf diesem Kanal macht es sehr viel Spaß. Und unterstützt dieses Video mit einem Like. Und dann sehen wir uns in einem weiteren Video. Tschüss!